So, wir kommen zurück zu Horizon Zero Dawn, dem Spiel, was kein Schwein guckt. Zumindest, aua, heute ist immer noch der, na gut, das ist der 10.11., aber... Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rübergehen. Na toll, du bist nicht so ruhig, Alter. Was ich gerade sagen wollte, ich habe heute die erste Folge veröffentlicht, und kein... Ach so, ich muss da rüberspringen, weil gerade kein Blitz rauskommt. Komm. Ich hatte gerade die tolle Theorie, dass ich einfach so rüberspringe, wenn gerade... dass ich einfach den Blitz wegdenke mit dem Schutzschild, aber anscheinend hat das nicht ganz so gut geklappt. Na gut. Zweiter Versuch. Gehen die Blitze einfach so. Ah ja doch. Okay. So ist das Thema gut Timing. Und jetzt soll ich hier einfach rüberspringen oder was? Den Biss habe ich ja schon im Hauptspiel. Ah ne, ich kann mich einfach verändern. Eins bestimmt. Hab ich schon im Hauptspiel. Also, was ist hier eigentlich? Ach, jetzt liegt der hier wieder. Ich musste gerade zwischendurch mal laden. Also seit meiner letzten Spielsaison habe ich, Was? Ich nehme hier bald Schaden mit diesem dummen Bogen. Das ist, kann nicht sein, dass hier alle Viecher mal überleben. Musste nochmal laden. Und deswegen bin ich jetzt wieder hier am Anfang. Das war ein Autosave. Der mich halt da zurückgebracht hat, wo ich vorher war. Ich habe übrigens gar nicht so viel Lore. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Immer noch. Nee, oh, sie ist in der Luft. Ja, ja. Ich auch. Warum muss ich den hier loslassen? Warte mal, hätte ich hier rumkrabbeln müssen? Und jetzt zur Luft. Weil ist das hier gerade ein riesengroßes Vieh, was direkt vor mir steht? Nee. Was ist denn das? Beschädigtes Geothermalventil? Rückkehrung, steht eine äußerst gefährliche große Umweltgefährdung da. Ja. Was für eine große. Also hat sich die Anlage hier einfach mittendrin gebaut? Kann ich das Ding irgendwie. Warte mal, aber das Ding, das Geothermalventil sieht doch so aus, als würde es dir dazugehört zum Design. Das macht den ganzen Ort hier nochmal ein bisschen mysteriöser. Also, wann wurde diese Anlage gebaut und wie schnell? Ich meine, die Berichte darüber sind recht uneindeutig. Okay, achso, ich könnte hier so weiterfahren, wenn ich das Ding hier... Achso, warte mal, kann ich mich einfach hochhangeln? Also einfach mit das würde mich hochbringen. Es ist so einfach, wie es aussieht, oder? Oder? Ja, okay, gut. Gut. Das sieht zum Glück machbar aus. Nee, was ich eigentlich gerade sagen wollte, auf jeden Fall hatte ich heute die erste Folge veröffentlicht und kein Schwein guckt. Hm. Ist eigentlich sehr schade, aber... Naja. Dafür mache ich das ja nicht. Vielleicht, okay. Vielleicht eines Tages mal. Später. Guckt sich einfach mal Horizon Zero Dawn mal bei mir an. Mit all meinen tollen Kommentaren. Hier kommen sie. Wie, jetzt haben wir jetzt das? Ach, jetzt haben wir einfach die Dinge, die Feuerdinger einfach ausgemacht. Das war ja, erstaunlich einfach, sag ich mal. Was ist denn da unten? Oh, ne, keine Panzerwanderer. Eigentlich am besten nehme ich mehrere Pfeile, oder? Das wäre wahrscheinlich... Ich wurde entdeckt. Oh, ne! Ich hätte vielleicht vorher... Mir fällt gerade auf, dass das nicht dieser Springerpfeil, die ich eigentlich benutzen wollte. Hallo. Ich kann das Vieh nicht unendlich schnell mitnehmen. Das ist voll ärgerlich. Warum schützt sein... Ich werde gleich sterben, wenn ich das weiter mache. Haha! Ja, keine Mission mehr, aber das ist nicht blind. Lassen Sie das, liebes Vieh. Alter! Wie aggressiv das Dreckswerbe ist. Ja. Es wäre erheblich einfacher gewesen, wenn ich das Schutzschild als erstes zerstört hätte. Naja. Machst du nix, wa? Aber jetzt soll ich einfach weiterfahren, aber das ist der Plan hier. Nehme ich mal an. So. Achso, jetzt war die jetzt Elektrofälle auf der anderen Seite oder was? Also ich muss wohl rüber, um die Brücke auszufahren. Okay, bringen wir sie rüber. Also allen scheint das hier ein ganz normaler Ort dieser Art zu sein, oder? Also das ist ein eigentlich eine ganz normale Brutstätte, mehr oder weniger. Kommt rüber, es ist sicher, glaube ich. Aha, glaubt sie. Ja, aber im Großen und Ganzen. So. Hören. Nicht? Außer dass hier überall Feuer ist und hier hinten irgendwie diese Geothermaldinger irgendwie mittendrin sind, die sich die Anlage mit reingebaut hat, warum war das notwendig war. Durch. Aha. Dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Dämon ihn verdorben hat. Durchaus. Also hier haben wir hier noch was erfahren. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, was das hier für ein Ding ist. Also Textcloid erfolgreich. Beschränkungen umgangen. An hey. Alle anwesenden Menschen. Mein System wurde von einem Malware-Demon unbekannten Ursprungs kompromittiert.
Trace-Routen haben diese Einheit als Hephaestus identifiziert. Also doch. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindselige Massen. Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Die Stimme spricht zu uns. Aha. Eine Aufzeichnung. Und eine Warnung. Zusätzlich. Aber er war Teil von Zero Dawn. Ein Teil von Gaia. Ja, aber ich weiß nicht, was er hier macht. Vielleicht sagt uns die Stimme mehr, wenn es noch weitere Nachrichten gibt. Du hast recht. Gehen wir weiter. Die Stimme weiß vielleicht noch mehr, ne? Großartig. Jetzt haben wir hier noch ein schönes Audiolog. Lied. Künstliches Koma? Ich wollte es einfach abschalten. Aber was, wenn es beim Reboot desorientiert oder sogar beschädigt wäre? Wie erklärt man dem emotionalen Äquivalent eines Kindes, dass es, ich meine sie, in ein Koma fallen wird? Vielleicht jahrelang. Und was genau wird sie beim Aufwachen erwarten? Also am Ende, also es war doch Hephaestus dran schuld. Gut, das würdest du mir erklären, warum die neue Maschine wurde. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwelche anderen Notizbücher hier, noch andere Datenpunkte hier gekriegt? Ich meine, an und für sich? Nee, das ist einfach nur die Hut. Ich denke, da hängen noch weitere Nachrichten dran. Ne? Also werden wir noch genau ein Hologramm finden, na großartig. Jetzt kommt wahrscheinlich erstmal wieder ein Kampf. Das ist doch Hephaestus. Das ist ein wenig vorhersehbar. Bitte. Vor allen Dingen, wie ist das Vieh hier drin gekommen? Da stellt sich vor allem die Frage, wo sind die anderen? Das ist ja eigentlich. Vor allen Dingen, muss ich Hephaestus ja die Anlage irgendwie umgebaut haben. Wie hat er das gemacht? War hier schon immer eine Brutstätte? Ja, was ist denn das? Und der Eisbär wird gleich fallen gelassen, nehmen wir, ne? Die Stimme sagte. Frostknorren. Ja. Jede Menge. Ich werde einen Weg suchen. Mhm, dort sind noch Panzerwanderer und vor allen Dingen Panzerwanderer. Okay, ich denke eigentlich, sind Panzerwanderer nicht abblinden. Wer den Weg finden, sagt so, ja, das sieht ja irgendwie. Das Stück Schiene sieht irgendwie komisch aus, wenn man sich das mal so anguckt, oder? Achso, das ist ein Teil des ursprünglichen Wohns, der hier mal war. Und dann wurde da irgendwie die Anlage einfach mit quer reingebaut. Das ist natürlich auch irgendwie die feine englische Art. Ja, das war anscheinend einer der Gänge der Geothermie-Anlage. Ey, die Menge Zeug. Jetzt habe ich wieder Reinholz genommen. Obwohl, ich habe nur 680 Reinholz. Das ist gar nicht mal so viel. Ich kenne Leute, die haben deutlich mehr Reinholz bei. Für den täglichen Expeditionen. So, okay, diesmal wollen wir die Panzerwanderer wenigstens mal richtigen. Sind das durch die ersten. Achso, die haben gar keine Schutzschilde. Sind das die ersten Panzerwanderer überhaupt, die wir hier treffen? In der ganzen Bude hier, ne? Davor gab es die welche. Alter, wie lange dauert das, bis der Bogen durchzogen ist? Ich glaube, ich muss sie doch mal Handhabung leveln. So, das Vieh liegt auf jeden Fall erstmal schön auf dem. Wie ich halt nichts treffe, ne? Ah, die haben die Viecher überhaupt irgendwelche Weakspots, die ich hier. Achso, das ist die Rückseite von dem Vieh. Das ist nicht so gut. Alter. Das war zum Glück überhaupt nicht gerade nicht auffällig. Das werden die nie merken. Oh, das ist kaputt, das Vieh. Das ist ja nur ein. Dazu ist die Dinge jetzt vielleicht das. Ach, die folgen mir auf steht Fuß, Alperchen. Wir machen die sowas. Vor allem, der ganze Turm hier besteht eigentlich aus Panzerwanderer-Containern, ne? Oh. Panzerwanderer-Container, die nicht besonders stabil sind, so wie ich das hier sehe. Ich hab den abgeschossen. Das hat ziemlich Schaden gemacht. Die große Frage ist, liegt die Kanone jetzt hier irgendwo? Antwort nein. Ich bereue es übrigens sicherlich, dass ich die Elementarwaffen nicht abgegradet habe vorher. Ich hab zwischendurch gesehen, wie die upgraded aussehen. Und upgraded sind die halt viel geiler als die Dinger, die ich jetzt hier habe. Was es ein bisschen ärgerlich macht, dass ich nicht die upgraded Varianten habe. Alter, wenn die mir die in die Menge hauen, das ist halt übel stark. So gut. Endlich ein Verwendungszweck für das ganze überflüssige Kühlzeug. Ja, du bist weg. Ah. Aua. Also dafür, dass die Viecher eingeeist sind, sind die immer noch verflucht mobil. Ja, nein, legen wir auch gerade. Boah. Achso, mein Schild ist aber noch gar nicht in die Welt. Na komm. Hier, ich mach noch Fallen. Vor allem, dass die da hinten sind, dann kommen wir auch nicht drauf. Das ist ein bisschen mehr Momentarwaffen.
ist. Ich bin eigentlich relativ groß. Oh Mann. Damage die halt einfach so drücken. Ja genau, die Elektrofalle hier auf dem Bodensystem ist genau das, was ich mir schon mal vorgehabt habe. Statt hier einen Heiltrank zu nehmen. Genau. Was ist das hier eigentlich genau so? Oh, das sind die. Supersänger. Aufgrund des vielen Feuers ist man das dann ein Supersänger. Alter. Oh, das könnte tatsächlich mein Ende sein, wenn es so weitergeht. Weil die Kanone ist einfach angekommen. Ich lasse mir auch keine Sekunde der Ruhe. Ich will einmal einen kurzen Moment, wo ich mal kurz stillstehen kann. Meine Fresse. Ist jetzt down? Ja. Dämonischer Versänger. Das bin ich mal gespannt, ob wir die vier nochmal normal sehen. Ich finde übrigens im Nachhinein ein bisschen traurig, dass es einfach nur zwei neue Roboter gibt. Von den ganzen Viechern, die sich hätten ausdenken können. Also das ist... Es gibt doch bestimmt noch jede Menge andere Tiere, die hätten sie bauen können. Zwei Stück ist ganz schön arm eigentlich. So nachzieht, ich meine, für so ein 20 respektive 15 Euro DLC ist eigentlich. Na, mal gucken. Ich habe ja immer noch die geheime Hoffnung, dass es hier doch nicht die letzte Mission ist, dass hier nachher noch was kommt. Nach dem Ding hier. Dass wir hier jetzt irgendwie ins Zentrum kommen, dann schätze ich hier raus, ja, schön, dass du jetzt hier bist, aber das ist ja eigentlich nur die Sekundäreinheit, du musst doch woanders hin, um das Ganze hier richtig beenden zu können. Nehmen wir den Schnorchelpilz hier mit. Und stellt sich die Frage, wie schnell diese ganze Anlage geht, ob man so schnell so dreht, aber irgendwie schon wieder ranhängen, oder? Ja, ich sehe doch da hinten schon wieder das Kletterrätsel. Da stehen die Bannock drauf. Ich muss Orea und Aratak rüberbringen. Jo, da drüber. Kommt der selber rüber? Ah, ich ahne Schlimmstes. Oh Gott, ich hatte gerade kurz Angst, das Ding hier hinten ist aus. Und die Frage ist, wenn das ganze Ding hier von den Phaistos gebaut wurde, Ist der. Warum? Was ist seine Mission? Was macht der hier? Ich meine, Das war ja von einem Antler, dass er dahinter steckt. Das war jetzt für kurz Moment eventuell nicht ganz sicher, aber. Im Großen und Ganzen. Hat sich die Ahnung ja eigentlich gab es ja immer wieder Andeutungen, die so aussahen. So, noch eine Heinepilze. Da kommen wieder die Viecher raus. Noch mehr Kletterunsinn. Ja. Vor allem, was wird der von uns halt. Was macht man eigentlich, wenn man hier ist und die Alpha überbrücken? Weil dann könnte man dagegen den Typ überhaupt nichts machen. Ha. Ja, jetzt auf jeden Fall weiter. Wahrscheinlich müssen wir also unsere Kameraden hier holen. Wo ist man denn? Ob es jetzt noch ein Kampf kommt? Schade, dass die Behältnisse hier nicht plündern kann, die hier unten stehen. Aber wo stehen die jetzt hier? Ach, da unten ist die Bombe, die wir brauchen. Ich habe neulich einen Blogartikel darüber geschrieben, dass es wichtig ist, dass man, wenn man Sachen kommentiert, dass man nicht so ein Play-by-Play macht, was man gerade tut. Genau das tue ich gerade, weil mir gerade echt nichts Besseres einfällt. Weil ich habe über die Buchstätten eigentlich schon genug geredet. Und an sich fällt mir hier nichts mehr ein, außer dass dieses komische Blattzeug wie sehr... Seltsam muss ich einfach nur schlagen. Reicht das? Ich muss tatsächlich warten, bis mein Werkzeug wieder auflädt. Was zum Glück überhaupt nicht lange dauert. Jetzt. Ach so, die schießen mit ihren komischen Eiswerfer darauf, damit es ausgeht. Oh, noch mehr Loks. Bin ich mal gespannt. ME-Gutachten? Ne, MI-Gutachten. Was auch immer MI-Gutachten. Gutachterformular zur Klassifizierung von maschinellen künstlichen Intelligenz. Streng vertraulichen Eigentum der MIE. Kein Teil des Dokuments darf an Dritte weitergegeben werden. Betreff Zyan. Firebreak-Anlage. Gutachtendatum 7. Juni 2062. Also ein halbes Jahr vor dem Untergang der Welt. Na, großartig. Dritter Test. Empfindungsvermögen des Testsubjekts beträgt 0,54 innerhalb legaler Parameter. Von dem Ergebnis der anderen Tests betrachtet ist die frühe Punktzahl von 0,61 Ausreißer anzusehen. Das Gutachten wurde aus perzentell Punktzahlen der folgenden Qualität im Subtest abgeleitet. Reaktion auf Schmerz, Reaktion auf Humor, emotionale Anlagen, ästhetische Bewertung, moralische Bewertung. Die angefügten Formulare enthalten eine detaillierte Analyse und Zusammenfassung der Testkriterien. Empfehlung des Gutachters, halbjährliche Begutachtungstermine beibehalten. Angesichts der Annäherung des Testsubjekts an die maximale Empfindlichkeit der Kategorie wird eine fortlaufende Überwachung dringend angeraten. Haben die Protokolle von Anita nicht gemeint, dass es nicht möglich ist, die KI so herzustellen, wie sie sie brauchen? Wahrscheinlich haben sie die deutlich klüger gemacht, als eigentlich... Vor allem, dass die Tüten einfach aufgerissen werden. Also müssen ein paar wichtige Rohre wurden erhalten.
Warte mal, ist das hier nicht so ein Konstruktionsturm? Warum steht denn hier jemand mitten in der Landschaft? Also wie ist die Anlage hier nicht ganz richtig durch? Das ist doch hier so ein Dingsturm, oder? So ein Holo-Konstruktionsdingsbums. Da wird die Anlage hier nicht ganz richtig durchdacht, halt das Gefühl. Achso, ich soll jetzt einfach tiefer runter. Das ist der Plan. Hier hinten steht schon wieder die unauffällig platzierte Ausrüstungskiste rum. Genau. Aber zwei Lo. Warum gibt mir das Spiel nicht mal zwei Lo? Selbst eine so eine komische Sprengbombe hier zu bauen kostet schon vier. Ja, da hinten ist ein großer Pfeil, der nach unten weist. Da oben ist ein großer Pfeil, der nach oben weist. Soll ich da wirklich noch weiter runter? Anscheinend. Also das sieht mir irgendwie hier relativ gefährlich aus. Oh, hier sind aber wieder die ursprünglichen. Noch eine Konsole. Noch mehr ursprüngliche Anlagenteile. Da, der Zünder. Okay, jetzt hat mir die Kiste zwei Heiltränke gegeben. Es riecht nach Endkampf, meine Damen und Herren. Oder zumindest nach Zwischenboss, bevor die große Enthüllung kommt und danach Endkampf. Weiß ich schon, das endet ja nicht ganz an alle anwesenden Menschen, die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nachrichten. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagen wollte. Aber ich. Sie suchte nach einem Weg, den Dämon zu besiegen. Vielleicht mit Erfolg. Oh, 19 Lore. Oh. Was haben wir da hinten? Das sieht aber anders als sonst aus. Maschinenteile. Zum Einschmelzen abgeladen. Ach so, hier ist die Schmelze. Wir müssen über diesen Abgrund. Ja, sieht aus, als müsste ich wohl rüber. Guck mal, ein Kopf von einem Dings. Das ist ja witzig. Von einem Langhals. Achso, das ist also der große... Die große Schmelze ist das. Naja, das passt ja irgendwie. Wenn man bedenkt, dass wir in der Zentrale des Schmiedes sind, nicht wahr? Moment, warum habe ich ja nicht schon wieder diese komischen Abrisspfeile auf Tasche? Die Dinger, die ich nie benutze. So, im Scharfschützenbogen müssten ja nicht drei Schüsse auf den kapitalen Körper. Was sagen. Wenn was tödlich ist, dann das. Hier kommen also die zerrissenen Körper hin. Oh, das ist da tot. Ah. Merkel-Schutzschilde helfen nicht gegen Lava. Das ist minimal enttäuschend. Fuck, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich nur so ein bisschen Schaden nehme, dass ich dann einfach rüberspringen kann. Anscheinend unvorsichtiges Springen bestraft. Ah, da lag bestimmt irgendwas. Loot. Naja. Oh, ich sollte mein Handy nicht so nah am Mikro packen. Ich hoffe, das war jetzt nicht im Mikro zu hören. Das. Früher war das Geräusch schon viel lauter. Ich frage mich, ob die Handys früher mit höherer Stärke gesendet haben. Das ist wie dieses typische. Sie suchte nach einem Weg, den Dämon zu besiegen. Als wir hier oben. Maschinenteile. Zum Einschmelzen abgeladen. Ja, gewiss doch. Effizient. Wir müssen über diesen Abgrund. Ach, sieht ja hier sieht ziemlich unordentlich aus, wenn ich ehrlich bin hier. Wieder. Vor allem, wenn ich jetzt jedes Mal über die Lava springe, ich versuche über die Lava zu springen, hier so solche Verhältnisse vorfinde. Das hier nicht irgendwas aus dem Wert? Verderbnisschutz gewesen. Vor allem gerade Verderbnisschutz, das ist garantiert nicht das, was ich brauche. Ich glaube, ich muss hier nicht rüber, oder? Da hinten liegt irgendwas Lilanes. Och, ficken! Oh, ne! Ich glaube, ich sollte nicht einen Running Jump machen, oder? Jetzt sieht das wieder ewig. Oh, nein. Oh. Da hinten ist aber was Lilanes, das muss ich holen. Wahrscheinlich eine einzigartige Spule, die ich auf jeden Fall haben möchte. Das kann nicht anders sein. Wieder einmal sehen wir eine der sieben Todsünden am Arbeiten. Gier. Aber es konnte ja auch gar nicht anders enden, oder? Als so. Sie suchte nach einem Weg, den Dämon zu besiegen. Vielleicht mit Erfolg. Hat er sich gerade die Pfeile gemerkt, die ich habe? Maschinenteile. Zum Einschmelzen abgeladen. Ich sollte einfach vielleicht versuchen, direkt.
direkt darüber zu springen. Ja, sieht aus, als müsste ich vorüber. Wieder. Dum-dum-dum-dum. So, Verderbnisschutz. Also das Vieh droppt übrigens immer das gleiche, ne? Wenn ich ehrlich bin. Die Dinger versinken lange. Das ist ja sehr ärgerlich. So, mal sehen, ob sich das lohnt. Tarnungsgewehr. Echt? Dafür habe ich jetzt dreimal mein Leben riskiert. Nicht weiter mit der Lava rumspielen, würde ich sagen. Ja, aber hier hinten werden wir wahrscheinlich keine Audiologs finden, die ich mal sagen. Achso, jetzt ist wieder so ein Ding hier. Warum auch immer. Heißt das hier einzelne Dinger für diesen Anschlussport, was immer die sein sollen, irgendwie mit Energie beladen würde. Ach, alles leicht unnegotiert, das Ganze. Jetzt schön, dass. Achso, hier geht's lang. Oder ich hier lang gespielt. Oh, guck mal, Plattform zum Hochfahren. Cool. Werde ich oben zermatscht? Nö. Ja, ja, ich helfe bestimmt die andere. Ich muss hier bestimmt mal lang hochkommen. Was auch immer diese Dinger hier eigentlich sein sollen, ne? Ist ja einfach nur irgendwelche komischen Dinger, die da oben fahren. Das da hinten macht einfach gar nichts. Achso, ich muss da rüber rennen. Ja, das ist großartig. Ja, ja. Achso, deswegen haben die so einen Tragegriff dran. Und wenn die sich so bewegen, muss ich dran festhalten können. Ja, das ist überhaupt nicht kompliziert hier, ne? Kann ich da oben zermatschen? Nee. Immer wenn ich so eine Dinger sehe. Ach, nee. Nehme ich natürlich an, dass das sowas ist, was mich zermatscht, wenn ich hier aufpasse. Ich jetzt wieder da, wo ich mal da. Nee. Bin jetzt. Ach, wie ganz. Ach, ich bin komplett einmal rum. Ist ja irgendwie. Gibt's hier noch was Schönes? Meine. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Roboter. Das ist nicht so schlimm. Funny. Wird das Zeug hier einfach in die Lava reingeschmissen? Ich meine, das ist ja immer noch Lava, oder? Das ist ja eigentlich flüssiges Gestein, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so unfassbar klug ist. Was? Das Vieh lebt noch mit fast vollen HP? Nach drei scharfen Zweien? Das ist ja eine Frechheit. Da hätte ich mir eigentlich mehr vorgestellt. Die Dinger fahren einfach so eindeutig zu langsam hier hoch. Ja, haben wir es jetzt? Achso, hier ist es ja. Mensch. Aber diese ganze Dreieckstruktur hier ist sehr verwirrend für mich. Sollte die Lüftung stoppen. Jetzt kann ich hier durchfahren, oder was? Ach, jetzt fällt kein Metall mehr runter. Jetzt muss ich da unten. Oh. Die nächsten Abschnitte sehen nicht unbedingt freundlich aus, möchte ich übrigens feststellen, die mal. Sieht nicht stabil aus. Die sehen in der Tat nicht stabil aus. Ich sag, nichts sieht hier stabil aus. Weil das ist ja eigentlich alles hier nur Schlacke, oder? Ja. Was sich das immer so anguckt. Frag mich, inwiefern Herr Feistus darauf angewiesen ist, dass die einzelnen Dinge hier weiter zu verarbeiten. Die Roboter, die kaputten, dass die immer wieder verarbeitet werden müssen. Achso, jetzt muss ich rausspringen und dann. Okay, gut. Halt. Haben sie zumindest einen kleinen Twist hinzugefügt zu den Kletterrätseln hier. Es war eigentlich mega verwirrend, hier die Untune zu behalten. Nein! Gut. Also sowas im Schief gehen können. Immer gibt es hier nur Wächter. Selbst sollten wir auch was lernen, das ich mir noch unbedingt holen möchte. Ein Grund, mein Leben zu riskieren. Mir waren auf jeden Fall die Buden deutlich lieber, wo nur. Wo unten nur ein bisschen Wasser war, das noch einfallen konnte. Das war auf jeden Fall harmloser. Als das hier. Meine. Das ist dieser riesengroße Schmelzarm hier? Das ist wie. Weiß nicht. Ich würde ja auch gerne mal so Trichter sehen, wo die das hinfahren, die Dinge. So, ein Roboter hat mich entdeckt, nehme ich mal an.
Da will ich jetzt hier. Achso, ich soll mich ja in so einen Container hängen, oder? Ne, ja, die sind ja nicht so hoch. Ist hier hoch. Das sind nur ganz normale Wächter, oder? Alter, das ist doch... Wie die Scheiße ich aushalten? Neun Schaden? Entschuldigt mein Herr? Da muss ich doch sehr bitten. Adol, würdest du bitte... Oh, fuck. Lol. Zum ersten Mal bin ich dankbar über etwa Gebugs, die beim Springen passieren. Mehr Schutz gewesen, bringt halt alles nichts. Seit ich kann hier über meine Schildwebe-Rüstung aufrüsten, denn, also einfach hier hoch. Jetzt könnte ich mich da oben an so einen Container ran. Okay, Zeit für den Abflug. Ja, der Abflug. Das war die Hochtechnologie, die Menschen hatten, diese Schwebedinger. Das haben früher einige. Was ist das ja nicht für Quartier? Das baut er halt eigentlich? Ja, aber die Teile funktionieren, ne? Dann geht's jetzt hier ab. Springen? Ja. Oh. Ich glaube, ich hätte einen weiterfliegen sollen. Naja, die nächste Kiste kommt bestimmt. Zack. Boah, total sympathisch der Ort hier. Also von allen Schmieden, mit denen wir bis jetzt waren, ist das hier definitiv die sympathischste. Not. Ja, da oben ist der große Fall nach oben, da wo wir sowieso hin wollen. Warum hat die Platte sich gerade so verändert, wie sie sich verändert hat? Also irgendwie die einzelnen Spieleinrichtungen sehen auf jeden Fall deutlich bedrohlich aus. Ich frage mich, wie sich die Badook fühlen müssen, die hier noch nie in einer derartigen Anlage gewesen sind. Da hinten ist die nächste Tür, durch die wir durch. Okay. Du bist dich doch hier leicht fürchten, vor allem wenn du die ganzen technischen Details nicht sehen kannst. Macht das hier bestimmt richtig Spaß, hier durch so eine Anlage durchzulaufen. Da kein Mensch. Die anderen werden es leichter haben, hier zu kommen. Ja, durchaus. Weil trotzdem hier das riesengroße Schrotterblase-Dingsbums hier. Vor allem, wo man davor muss, ist ja schon ein Schrotzer kleinerer geben, oder? Die machen das vorher schon. So. Na dann, kommt mal her vorher, macht mal die Bude hier auf. Aber wisst mal direkt mit dir, weißt du, was reden dürfen? Ein paar Infos kriegen? Ja, würdet ihr bitte diese Tür hier aufmachen? Wo muss ich jetzt hier meinen eigenen Frostwerfer? Oh. Das hat tatsächlich funktioniert. Nein. Behalten wir mal die Frostkanonen an. Sieht wie der alte Pfad aus. Wir sind nah dran. Wie der alte Pfad? Interessant. Noch ein Audiolog. Letztes Level wohl. Ein letztes Gespräch mit Anita Pelchett. Als Anhang hierzu. Falls jemand das hier je findet. Ich werde sie nie wiedersehen. Und Sion auch nicht. Und das muss ich hier auch sagen. Aha, letztes Liebe war das Audiolog von davor noch, künstliches Koma. Das da. Was? Können wir was? Das? Persönliches Protokoll. Nachdem ich die Teile über den Schwarm zusammengesetzt hatte, hatte ich eine Million Dinge zu tun können, aber mein eigener Tod nachzudenken. Jeden, den ich hier gekannt und geliebt hatte, habe anrufen, mich besaufen, aber ich wäre nicht ich, wenn ich mir nicht das Hirn zermartert hätte, ob ich ja niederschreiben sollte oder nicht. Welchen Widerstand auch immer gegen die Kriegsmaschinen aufgebracht wird, sie ist ein Teil davon. Wer bin ich denn, sie zu nerven? Würde sie mir überhaupt antworten können? Wenn sie mit dem Militär zu tun hat, würde ihre Kommunikation überwacht werden. Also sie hat mir den Ärger erspart. Ich gebe zu, ich war ein wenig enttäuscht, als ihre Mitteilung nicht lautet, ich werde dich immer lieben. Stattdessen wollte sie die Datenproben von Zyrons vertraulichen Protokoll. Dem Protokoll, das die emotionale Reaktion betrifft. Unter anderen Umständen hätte ich mich geweigert, gerade dass wir jahrelang geheim halten wollten und sie will es teilen. Aber ich habe ihr das Protokoll geschickt, weil sie nicht fragen würde, wenn sie es nicht bräuchte. Ich verstehe endlich nicht, wieso. Klingt, als würde sie helfen, eine KI zu entwickeln. Aber wie könnte das helfen, den Schwan aufzuhalten? Ich schätze, ich werde es nie erfahren. Es gibt noch so vieles, das ich ihr sagen wollte, aber ich habe nichts davon schien mir angebracht. Ich schätze, sie hatte alle Hände voll damit zu tun, die Welt zu retten. Und offen gesagt, ich kann mich an das Gefühl erinnern. Am Ende entschied ich mich für eine halbherzige Bestätigung mit der unwahrscheinlichsten Hoffnung, dass sie meine Ängste verscheuchen würde, aber nein. Ist es so schlimm, wie ich glaube? Schlimmer. Geh zu deiner Schwester und sag Syrien, dass ich dir wohl gesagt habe. Das war's also. Jetzt kommt nur noch Vernichtung. Milliarden von Leben. Mein eigenes, die meiner Familie. Doch kehrt mein Verstand immer wieder zurück zu Anita. Ich werde sie nie wiedersehen, sie nie wieder spüren, nie wieder ihre Stimme hören. Keine letzte Umarmung, kein Abschluss. Dieser Wunsch, Dinge zu Ende zu bringen, dieses Bedürfnis beschämt mich, wenn ich über meine eigene Herumgeierei mit Syrien nachdenke. Ich bin jedes mögliche Szenario durchgegangen, jede mögliche Version meiner Worte und habe versucht vorauszusehen, wie sie reagieren würde, wenn ich ihr sage, tja, was ich sagen musste. Aber das ist ja...
Ich kann ihre Reaktion aus einem ganz einfachen Grund nicht vorhersagen. Sie ist menschlich, auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Ich muss für sie da sein, ihr die Zeit geben, die sie braucht. Genau wie der Rest bei den Rest von uns. Das ist das Mindeste, das sie verdient. Also die haben die KI hier... Also die wussten, dass das nur eine fühlende KI das Ergebnis bringen kann. Aber... Sie haben es aber geheim gehalten, all die Jahre. Na gut, dann gehen wir mit der 10 Meter. Aber dann ist es voll. Mach's gut, dann. Ciao.